senkrechte aus dem Toten heißt, ich nehme den Nenner und setze 0. Also in dem Fall nehme ich x², setze x² gleich 0, ziehe die Wurzel und erhalte x gleich 0 und weiß damit die senkrechte Asymptote bei der y-Achse. Ich könnte, wenn Sie sich die Funktion anschauen, Sie dürfen jetzt das nächste vergessen. Sie können es sich aber anhören. Sie können, wenn Sie oben ein x ausklammern, geht man mit der Funktion ein bisschen in Richtung hebbare Lücken. Ich könnte oben zum Beispiel ein x ausklammern, dann hätte ich 2x plus 1 und ein x². Und wenn ich jetzt ein x kürze, wird die Funktion einfacher. Allerdings ändert das nichts an meiner senkrechten Asymptote, in diesem Fall bei dieser Aufgabe, denn ich habe unten immer noch ein x und wenn ich das 0 setze, kriege ich immer noch x gleich 0, also kriege ich immer noch die y-Achse. Also, egal wie Sie das rechnen, bei dieser Aufgabe läuft es darauf raus, dass x gleich 0 ist, also sprich die y-Achse ist meine senkrechte Asymptote. Oder statt senkrechte Asymptote kann man auch Polstelle sagen.